So, herzlich willkommen. Heute werfen wir an diesem Freitag einen Blick auf die US-Indizes. Ich muss kurz da drüben den zweiten Monitor schließen, sonst ich habe mich gerade selber gehört. Gestern Nacht habe ich schon den Dow Jones Index analysiert und es hätte im asiatischen Handel, wie wir hier sehen, war präferiert, dass es eine Korrektur in Richtung 16.250 geben sollte, beziehungsweise 16.220. Diese Korrektur fand jetzt in diesem Ausmaß nicht statt, sondern kurz vor Börseneröffnung, der europäischen Börseneröffnung, 6 Uhr, 7 Uhr, gab es einen Rücklauf zu 16.260. Anschließend wurde das Mitternachts- oder beziehungsweise das asiatische Hoch attackiert, prallte ab. Jetzt im 1-Stunden-Chart liegt der Kurs über dem Rainbow. Das ist natürlich positiv. So, jetzt gibt es eben zwei Alternativen. Entweder startet er wirklich hier dann komplett durch, dann war das die Korrektur schon und wir sehen zum Wochenausklang neue Hochs über die 16.450. Das wäre eine Alternative oder eine Variante. Und die Alternative ist, wir werden hier bis zur US-Börseneröffnung 16 Uhr, 15:30 Uhr noch eine zweite Abwärtsbewegung sehen. Die sollte aber im Idealfall eben nicht unter 16.200 gehen. Und anschließend ist ebenfalls mit einer stärkeren Aufwärtsbewegung zu rechnen. Ein sinnvoller Stopp ist hier im Bereich 16.150 möglich. Sollte es hier ein paar Stunden close darunter gehen, unter die Wolke, Unterkante, müsste man da auf ein anderes Szenario setzen. Ich habe noch den Nasdaq auch mitgebracht. Hier gab es eben gestern auch einen sehr großen Rücklauf im 4-Stunden-Chart direkt auch an die Wolkenunterkante. Hier folgte ein dynamischer Abprall nach oben und wir sind wieder über dem Rainbow. Komplett auch über die Wolkenoberkante. Wenn man jetzt hier den ersten Aufwärtsimpuls zählen will, hier die Korrektur, könnte man jetzt hier schon wieder eine neue erste Welle zu Ende zählen, auf die es jetzt eine Korrektur geben könnte, die in den Bereich von 4.176 im Idealfall zu Ende ist. Da würde der Kurs wieder auf die Wolkenoberkante treffen und dann sollte es auch in Richtung 4.250 gehen. Aber in diesem Bereich, ja, weil es ja relativ volatil ist, auch wahrscheinlich noch heute Nachmittag, sollte man im Idealfall hier eine Umkehrkerze, einen Hammer oder sowas im 1-Stunden-Chart abwarten, bevor man eine Long-Position eingeht. So, dann kommen wir noch kurz zu dem sehr volatilen WTI-Öl. Gestern ist das Setup aktiviert worden und im Hoch konnte der Kurs die 47 Dollar erreichen. Leider gab es dann einen sehr bärischen, starken Rücklauf, den man auch im 1-Stunden-Chart schlecht vorher analysiert hätte, oder beziehungsweise man konnte hier schlecht aus der Position auch im Stundenchart rausgehen. Also es war sehr ein plötzlicher Abverkauf ohne
Vorwarnung sozusagen, ja. Der Stopp hat zwar noch gehalten, aber das Chartbild ist jetzt schon deutlich eingetrübt worden durch den gestrigen Verlauf, Abverkauf. Im Prinzip könnte man jetzt hier den Stopp etwas erhöhen auf 45 und noch eine Aufwärtsbewegung setzen, aber ist jetzt nicht mehr so, sage ich mal, sicher. Im US-Dollar, im Euro-US-Dollar gab es eine kurze Analyse. Hier wurde das Ziel gestern, nachdem die 4-Stunden-Kerze hier gebrochen worden ist, es ist genau mehr oder weniger an das Kursziel gelaufen. Hier ist er noch mit einem kurzen Tief jetzt hier unter die 1,1133 zu rechnen. Aber ein Setup ist jetzt hier, ein neues Setup werde ich jetzt heute hier nicht vorschlagen. So, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde ein Update bis 15 Uhr, 16 Uhr wird noch ein Update folgen. Ich wünsche noch allen einen schönen Trading-Tag, erfolgreichen Trading-Tag.